Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Pause im Grand Prix Sport, völlig egal, wir haben reichlich Content für euch vorbereitet und wir haben ein richtiges Schmankerl für euch, nämlich ein dreiteiliges Interview mit Christian Danner. Ihr alle vermisst ihn sehr auf RTL, aber gar kein Problem, wir haben ihn für euch hergebracht. Und im ersten Teil geht es noch um das letzte Rennen in Melbourne und was da passiert ist. Chaos in der Rennleitung? Nein, Christian Danner sieht das anders. Bevor ihr es am Ende vergesst, unbedingt den Kanal abonnieren, dann seht ihr auch die weiteren Teile. Christian Danner, vielen lieben Dank, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen. Wir haben, glaube ich, eine ganze Menge zu besprechen. War einiges los in den ersten drei Rennen. Wie hat es Ihnen denn eigentlich gefallen? Ja, mir hat es gut gefallen. Es ist ja so, sagen wir, das allererste Rennen war ein bisschen öde. Das zweite war in Teilen öde. Aber dann kam Melbourne und da war ja dann schon was geboten. Also mir hat das schon alles sehr gut gefallen, wie sich die Formel 1 dieses Jahr entwickelt hat. Auch, weil ich es wahnsinnig spannend finde, zu sehen, wie jetzt alle die ihre Wunden lecken, ja, die alle nicht so schnell sind wie Red Bull, wie die jetzt das alles durchargumentieren und was zu tun gibt. Also das finde ich schon sehr spannend und das gehört, finde ich, ganz genauso dazu, wie die eigentliche Freude an dem, was passiert auf der Rennstrecke. Die Australien schon angesprochen, da gibt es natürlich noch jede Menge aufzuarbeiten. Diese lange Pause kommt ja jetzt wie gerufen, so viel haben wir dazu besprechen, fast über Australien alleine. Es gab sehr, sehr viel Kritik an der Rennleitung nach diesem Rennen. War das gerechtfertigt? Also ich habe mir das ja sehr genau angeschaut und ich habe auch, ich muss ganz ehrlich sagen, durchaus einen historisch kritischen Ansatz zum Thema Rennleitung. Und ich fand eigentlich, die Rennleitung in Form von Nils Wittig hat fantastisch gehandelt. Die haben eben genau das, was man in den Headlines, in den ganzen Überschriften lesen konnte, nämlich Chaos, Grand Prix, Chaos, dies, Chaos, das, vermieden. Nein, Chaos ist die Unordnung. Es war überhaupt nichts unordentlich. Es war sehr geordnet. Es war genau so, wie die Teams und die vier gemeinsam nach Abu Dhabi, Michael Masi, wir wissen aus dem Bauch heraus, der Toto, this is a motor race. Und schon war das Reglement über den Haufen geworfen. Um das zu vermeiden, hat man eine Vereinbarung getroffen. Erstens wird das Reglement nachgeschärft. Es gibt ganz klare Regeln. Und die, genau nach denen, hat Nils Wittig sehr konsequent, sehr überlegt und meiner Ansicht nach auch sehr souverän entschieden. Nein, das war das Gegenteil von Chaos. Also ich glaube, wir sind uns einig in der Tatsache, dass es mit rechten Dingen zugegangen ist. Also es wurden keine Regeln verbogen oder so. Wir haben Abu Dhabi 2021 auch angesprochen oder angerissen, jetzt ganz kurz. Es ging alles mit rechten Dingen zu, das ist klar. Die Frage, die sich jetzt aber trotzdem viele Fans stellen, ist, ist das ein Stück weit die Amerikanisierung des Sports? Hat möglicherweise Liberty Media einen Einfluss auf Entscheidungen der Rennleitung? Ist man mit der roten Flagge ein bisschen schneller als in der Vergangenheit? Also dazu muss ich dir nochmal sagen, das ist natürlich, weil ich da auch sehr kritisch nachdenke, ist natürlich eine berechtigte Frage. In Amerika ist das Show-Element, dieses Entertainment-Element sehr, sehr groß. Und natürlich hat man das ganz gern. Aber es gibt natürlich auch eine gewisse Grundverantwortung dem Zuschauer gegenüber, dass er eben nicht, ich sag mal so wie in Spa, komplett an der Nase herumgeführt wird und obwohl gar kein Rennen stattgefunden hat, trotzdem irgendwie gewertet wird und so weiter und so weiter. Ich würde gerne, das liegt mir wirklich am Herzen, weil ich habe ja selbst auch ein paar durchaus chaotische rote Flaggen erlebt in meiner Karriere. Und da würde ich gern zwei kurz als Beispiel heranziehen. Und zwar erstens, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als in Adelaide, als der Australien Grand Prix noch am Ende des Jahres war, im November, gab es mal ein Rennen, ich glaube 91 war das, als es unglaublich geregnet hat. Und da kommt man fast im zweiten Gang nicht mehr fahren, weil sich die Autos gedreht haben. Und dann wurde auch die rote Flagge rausgehalten. Und das, was danach passiert ist, das war in der Tat komplett chaotisch. Da wusste keiner, wie es weitergeht. Keiner hat, starten wir wieder, wenn gestartet wird, was für eine Reihenfolge starten wir. Dann gab es die Fahrer, die sich irgendwie mit eingemischt haben. Da gab es die Rennleitung, die irgendwas gesagt hat.
Und irgendwann hat man so lange rumdebattiert, bis man festgestellt hat, es ist ja immer noch nass. Und dann hat man auf die Uhr geschaut und festgestellt, oh, jetzt ist ja schon dunkel. Jetzt können wir auch nicht mehr fahren. Was machen wir dann? Fahren wir morgen? Fahren wir eher? Das war Chaos. Noch ein bisschen weiter zurück gibt es auch ein Chaosrennen, was ich persönlich auch mit sehr vielen Erinnerungen natürlich verbunden kurz erwähnen möchte. Der große Preis von Österreich 1987. Dort gab es zwei rote Flaggen. Zwei Starts. Erster Karambolage. Ich glaube, der Menzel ist irgendwo auf die Seite rausgeflogen und dann gab es einen Pile-Up, dann waren alle da, Strecke war zu, ein paar sind zusammengefahren und dann ging es mal richtig rund. Denn damals durfte man ja noch Ersatzautos einsetzen. Jetzt hat jeder Fahrer, der wusste, er hat ein Ersatzauto, in dem Fall, in meinem Fall war das Martin Brundle, ist losgelaufen, hat alles hingeschmissen und zurückgelaufen in die Box und eine Hektik, eine Panik. Bei mir, ich hatte Glück beim ersten Unfall oder beim ersten Startabbruch, ich bin rechtzeitig zum Stillstand gekommen, bevor es irgendwo gekracht hat. Dann gab es ein Durcheinander über die Startreihenfolge und was weiß ich alles. Also das war schrecklich. Dann fuhr man nochmal los und es gab wieder eine Startkarambolage. Und da war ich dann doch beschädigt ein bisschen und dann, ja, dann sprichst du mit deinem Ingenieur, was machen wir denn? Und dann haben sie das Auto zurückgeschoben und dann wird diskutiert, ja, ist das jetzt legal gewesen, dass man die Karre damit die Mechaniker zurückgeschoben haben oder muss das irgendwie anders passieren? Und ein Durcheinander, das war Chaos. Das Auto haben sie dann repariert, ein bisschen die Spurstange wieder gerade gebogen und ein bisschen Felgen erneuert und so weiter. Und los ging's. Und beim nächsten Mal hat es dann geklappt und ich bin das Rennen dann auch zu Ende gefahren und es war super. Aber das war chaotisch. Und Abu Dhabi will ich gar nicht mehr erwähnen, Michael Masi und seine Bauchentscheidung. Und deswegen fand ich, ist man den Fans schon schuldig, eine, nicht nur den Fans, auch den Protagonisten, also den Teams, den Fahrern und den Mechanikern, den Ingenieuren, ist man schon schuldig, einen Ablauf drin zu haben, der reproduzierbar war oder ist, der vorher nachvollziehbar ist. Das heißt, du liest das und weißt genau, was passieren wird. Und genau so ist es, wenn wir jetzt mal ans Ende des Rennens gehen, ist natürlich das Gejammer groß. Ja, man hätte ja anders starten können und der Haas sagt, das stimmt ja gar nicht, hätte man anders messen können und so weiter. Warum? Weil jeder seine eigene Agenda hat. Und das kann ich dann, wenn es sich interessiert, später auch nochmal ganz gern analysieren. Aber erstmal glaube ich, ist die Formel 1 unabhängig von dem Show-Element, diesem Entertainment-Faktor, ja, wir müssen jetzt dies machen, wir müssen das machen, ist die Formel 1 davon nach wie vor weit entfernt. Denn in allen Fällen, wo rot gezeigt wurde, gab es einen guten Grund dafür. Und deswegen finde ich, ist der Verdacht berechtigt, aber die Tatsachen sprechen eigentlich eine Sprache dagegen. Wollen wir jetzt nochmal über die Sache an sich sprechen? Jetzt würde es mich noch interessieren, wenn wir T-Cars schon gehört haben. Wie war das eigentlich damals? Ein T-Car gab es wahrscheinlich für beide Fahrer. Wonach hat sich das entschieden? Hat man sich davor gerauft, auf wen es abgestimmt wird? Oder? Nein, also abstimmen war nicht so wichtig. Also bei Zaxby zumindest war es ja so. Da hatte der Martin Brundle ja einen Nummer-1-Vertrag unterschrieben und ich hatte einen Vertrag unterschrieben, Equal Status. Also ich war auch Nummer 1. Das war natürlich sehr lustig, weil ich mit Martin gut verstanden habe und ich habe gesagt, sag mal, wie machen wir das? Alternieren wir mit dem, also mal du, mal ich das T-Car? Weil bei mir, ich bin halt viel größer gewesen, es waren die Pedale und der ganze Mist, war schwierig. Und der Martin hat gesagt, ja nee, ist in meinem Vertrag schon drin, ich habe es immer. Dann haben wir uns aber unter uns zwei alten Kämpfern, haben wir uns darauf geeinigt, wir alternieren mal du, mal ich, weil es halt so ist und weil es besser ist. Und das war eigentlich das Schöne auch an Brundle, der war da sehr professionell, der war gut, war richtig guter Fahrer. Und mit dem habe ich mich da schnell geeinigt. Der Einzige, der es nicht wusste, war natürlich Erich Zarkowski und das Zaxby-Team, weil die haben einen Kopfschmerz bekommen, als da auf einmal einer kam und hat im Ersatzauto Platz genommen. Und die haben natürlich damit gerechnet, dass gleich ich auch daherkomme. Und zwar jetzt hätte ich es gern, ja. Also das war ein schönes Durcheinander.
In den großen Teams war das natürlich etwas, ich sage mal, professioneller gemanagt. Und das Auto wurde, die jeweiligen Ersatzautos wurden immer hinterher gebaut, entsprechend dem Stand der Dinge in dem Auto, was ich, des Nummer 1 Fahrers oder alternierend, wer auch immer mit dem Auto gefahren ist, hat sein Setup da drin gehabt, inklusive Pedale, was ja dann noch viel wichtiger war, also für mich zumindest, und Flügelsetting und so weiter. Dann wieder zurück zum Australien Grand Prix nach unserem kleinen Exkurs, aber das sind ja mal die richtig interessanten Geschichten eigentlich, so ein bisschen aus der Vergangenheit, aus dem Nähkästchen. Zurück zum Australien Grand Prix. Ist die Problematik, dass es einen Ermessensspielraum gibt für die Rennleitung? Die Formel-1-Teams wollen ja immer alles schwarz und weiß haben. Die wollen ja keinerlei Grauzonen. Und jetzt ist aber eine rote Flagge ist ja Ermessensspielraum der Rennleitung. Die muss halt irgendwann eine Entscheidung treffen. Die Startreihenfolge, wann das zuletzt definiert werden kann, ist letztendlich auch eine Ermessensentscheidung der Rennleitung. Und ob man das Rennen wieder aufnehmen kann, genauso. Muss man da jetzt einfach noch in die Regeln 50 Unterpunkte hinzufügen, damit das schwarz und weiß ist, oder muss man irgendwann auch mal der Rennleitung vertrauen? Also ich glaube, da muss man nicht mehr so viel machen, denn dass die Rennleitung, das haben wir ja in Baku bei dem Last-Minute-Restart ja da vor 2 Jahren war das, glaube ich, auch schon gesehen, da ist sehr konsequent, geht die Richtung in, wir, solange man fahren kann, wird gestartet. Und auch das ist eine Regel, die die Teams ja gemeinsam mit der FIA erarbeitet haben, es wird eben nun mal stehend gestartet. Und das ist zwar nicht einfach und das ist ein Riesenstress. Also das muss man mal ganz klar sagen. Ich habe ja so einen kleinen Podcast und da habe ich Boxentalk und da habe ich über diesen Stress mal gesprochen. Und dieser Stress, den die Fahrer haben, den darf man nicht unterschätzen. Und der ist natürlich bei einem fliegenden Start viel, 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 viel geringer. Aber es ist natürlich für die Fans und für das ganze Rennelemente, Racing-Element, ist es natürlich schöner und besser, wenn man ganz normal stehend startet. Auch wenn nur noch 3 Runden zu fahren sind. Und ich weiß nicht, kann sich erinnern, der Ericsson hat ja die Indy 500 gewonnen letztes Jahr. Und der war auch richtig, richtig schwierig für den und am Ende. Da haben die auch noch mal rot gemacht. Jetzt kannst du sagen, naja, die wollten ein bisschen Show haben und so weiter. Also in erster Linie wollten die, dass das Rennen logischerweise nicht hinterm Safety Car zu Ende geht. Und wenn du dich erinnerst, wie die Fanreaktionen waren, als egal welche Veranstaltungen hinterm Safety Car zu Ende gefahren wurden, da war das Entsetzen groß, da war das Gejammer groß, das ist so ein Schmarrn, die könnten doch auch nochmal losfahren. Und jetzt kommt die Ermessenssache. Die Ermessenssache ist ja, sind 2 Runden oder 3 Runden, ist das jetzt, oder eine in dem Fall sogar, ist das jetzt zu wenig oder zu viel? Und hier muss ich sagen, ist, und deswegen fand ich, dass der Nils Wittig sehr gut entschieden hat, end oder weder. Entweder machen wir es genauso und dann kann sich auch jeder darauf verlassen, dann wird einfach wieder gestartet. Es war weder die 2- noch die 3-Stunden-Regel irgendwo ein Problem. Es war das Wetter in Ordnung, es hat nicht geregnet, es gab kein Hurrikan und es waren auch keine Kühe auf der Strecke oder was weiß ich, war ganz normal. Es gab keinen Grund, jetzt zu sagen, sind wir so weit und ist eigentlich auch schon wurscht. Und weil jeder hat seine eigene Agenda. Da gab es Fahrer und Teams, die gesagt haben, um Gottes Willen, ja, wie kommt man da nur noch mal starten? Da gab es aber auch welche, die gesagt haben, super. Und das ist die Krux an der Geschichte. Es ist immer so, dass es Gewinner und Verlierer gibt bei solchen extremen Situationen. Die extreme Situation, die da aufgetreten ist, hat aber einen Ursprung. Und der Ursprung heißt, die Rennleitung ist verpflichtet, in erster Linie in Richtung Sicherheit zu entscheiden. Und ich meine, wie kann man nur sagen, dass dieser Magnussen-Unfall ist doch Pillepalle? Entschuldige bitte, die Trümmer sind so rumgeflogen, dass selbst ein Zuschauer verletzt worden ist. Da musst du ordentlich sauber machen. Und bei dem Albon-Unfall zu sagen, ach, das hätte ein Safety Car auch getan, sagt Verstappen, ja klar sagt er das. Der fährt 15 Sekunden vor dem Feld daher. Die erstmal eine Strafe, virtuelle Safety Car, das ist keine richtige für ihn da vorne, behält er seinen Vorsprung. Wenn jetzt das Safety Car kommt, dann hat er erstmal einen Nachteil, weil der Vorsprung weg ist. Aber
wenn hinter dem Safety Car wieder gestartet wird, ist er immer noch ganz sicher vorne, kann sich das schön einteilen und fährt weiter vorne weg. Wenn er aber stehen starten muss, dann ist natürlich die Chance, dass vielleicht der neben ihm oder der hinter ihm irgendwie besser startet. Das gibt's. Oder er selbst verschläft den Start. Es kann alles passieren. Und deswegen verstehe ich natürlich die Agenda Verstappen. Absolut, verstehe ich total. Er sagt, Mann, brauchen wir doch kein Safety Car. Das ist aber der Grund, warum man eine starke und eine klare Rennleitung braucht. Die sagt, nichts da. Erstmal schauen wir uns die Tech Pro Barriers an, dann wird der ganze Mist weggekehrt und zwar so weggekehrt, dass es wirklich sauber ist. Und die Abfolge, die der Rennleiter treffen muss, ist auch die, ist immer die gleiche. Erstens mal schauen, wie geht es dem Fahrer? Wenn ist er verletzt, ist er in Ordnung? Wenn er, wie auch immer, beieinander ist, muss ich das Medical Car schicken oder ist er in Ordnung? Und danach, da geht es dann weiter, da heißt es dann, okay, wie kriege ich das Auto weg? Wie kriege ich die Strecke in Ordnung? Wie kriege ich die Strecke wieder so, dass die anderen sicher fahren können? Ja gut, und dann kommt die Entscheidung natürlich, das schaffe ich mit dem VSC, das schaffe ich mit dem SC oder ich muss rot machen. Und so gesehen ist das schon alles nachvollziehbar. Jetzt haben wir uns sehr detailliert mit der Rennleitung befasst und ich glaube, da sind wir ziemlich auf einem Nenner, dass man sagt, wir haben noch keine Zustände, wo das irgendwie willkürlich sowieso nicht, weil sich an Regelbuch gehalten wird, aber auch, wenn man sich das Ergebnis anschaut, das ist ja nicht so, dass da jetzt einmal gewürfelt wurde. Wenn wir von der Rennleitung jetzt ein bisschen weggehen, und das ist ja eine Sache, die von vielen da draußen oftmals vermischt wird, in einen Topf geworfen wird, Strafen sind Stewards Entscheidungen, das, was wir jetzt besprochen haben, war alles die Rennleitung. Ja, ganz wichtiger Punkt, weil es heißt ja immer, ach, die Rennleitung, so quasi, das ist das Übel im Sack, da kann man immer draufhauen und trifft immer den Richtigen. Aber du hast schon recht, da gibt es fundamentale Unterschiede. Ja? Die Rennleitung ist einer plus Team und die Stewards sind eben die von Rennen zu Rennen oder jetzt eben auch manchmal ein bisschen konsekutiv hintereinander, plus dem Fahrer-Steward, die sportlichen, also die dem sportlichen Reglement zugeordneten Entscheidungen treffen müssen, wenn sie was auf den Schreibtisch kriegen. Und da hat es schon ein bisschen gehabt, das fand ich. Das ist nämlich die Frage, die ich gerade stellen wollte. Wir haben gesagt, Rennleitung ist alles dem Reglement entsprechend abgelaufen. Bei den Stewards-Entscheidungen, da haben wir vielleicht ein kleines Problem. Saudi-Arabien war ja schon, ich nehme jetzt das Wort Chaos in den Mund, das, was da mit Fernando Alonso passiert ist, dass man, was in Runde 20 passiert ist, erst nach dem Rennen entscheidet, dann die ganze Restart-Geschichte, der Sainz wird bestraft, Logan Sargeant sieht man nicht mal, Pierre Gasly kommt auch mit gar nichts davon, da wurde offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. Haben wir ein Stewards-Problem in dieser Saison? Ich glaube ein bisschen schon, ja. Weil, also ich nehme jetzt mal nicht die Fälle, wo man drüber argumentieren kann. Man kann natürlich sagen, die Science-Geschichte, dass der jammert, ist ja klar. Ja. Aber da kann man schon sagen, also weißt du was, das war nicht so clever, das machst du nächstes Mal nicht mehr und ihm mit dem Datzensteckerl einen auf die Finger hauen. Das geht. Ja. Da würde ich sagen, da kann man drüber diskutieren, aber das kann man durchgehen lassen. Das, wo ich sagen muss, was überhaupt nicht geht, ist, dass man den Sergeant völlig vergessen hat. Ich meine, ich verstehe auch nicht, wenn ich der Alpha Tauri bin, dann stehe ich sofort dort bei den Stewards und sage, Entschuldigung bitte, der muss bestraft werden, weil der fährt ja, wenn der einen guten Tag hat, durchaus in der Startaufstellung vor dem Tsunoda und vor dem De Vries los. Und der muss also eine Startplatzstrafe kriegen, würde ich zumindest mal beantragen. Und dann braucht er natürlich ein paar Strafpunkte. Auch das ist wichtig, dass ich meine, die Gasly-Thematik können wir gleich besprechen, weil der war ja wirklich, der war ja so kurz vor einer Rennsperre. Und so gesehen fand ich die Sergeant-Sache, also das war ein echter Skandal, der aber total untergegangen ist, weil natürlich alle über die Rennleitung geschimpft haben, beziehungsweise diskutiert haben. Also in dem Fall haben die Stewards da was echt verpennt, beziehungsweise wenn sauber gewesen wäre, ich hätte den auch angeschwärzt. Ist ja logisch, weil da geht es ja um alles. Ja? Also der Mittelfeld ist Mittelfeld. Und wenn du mal in die Region von einem Punkt kommst und der Sergeant wird auch mit Sicherheit mal in Richtung Top 10 fahren, da wäre es mir lieber, der muss ein Rennen Pause machen, weil er so viele Strafpunkte hat. Also man muss eben da auch
diesen egoistischen Ansatz von einem Formel-1-Team verstehen und verfolgen. Und dann Gasly, der ist, wie gesagt, richtig knapp an dieser Strafe vorbeigeschrammt. Hat man mal Gnade vor Recht walten lassen? Also ich sage es mal ganz ehrlich, ich tue mir wahnsinnig schwer, sowas zu behaupten, weil es gibt eigentlich fast immer irgendeinen Grund. Aber in dem Fall bleibt mir fast nichts anderes übrig, weil was kann es sonst für ein Grund sein? Weil ich meine, es war ja schon klar, was da passiert ist. Ja? Du kannst dann argumentieren, ja, vielleicht hätte Ocon hätte da ein bisschen vom Gas gehen müssen oder irgendwas. Vielleicht kann man sich das so hindrehen und hinterher sagen, ja gut, der hat Schuld und der hat Schuld, ist halt passiert. Das ist ja der Unterschied, sagen wir mal, zu Sainz, da konntest du nichts rumdrehen. Da war einer, der einen Fehler gemacht hat, Schuld war und Bums. Bei den Zweien kannst du noch, könnte man noch argumentieren, ansonsten bin ich da tendenziell eher deiner Meinung. Das hat man versucht irgendwie zu vermeiden. Das war der erste Teil unserer Trilogie mit Christian Danner zu den ersten drei Saisonrennen 2023. Im nächsten Teil dürft ihr euch über Red Bull freuen. Was macht die Bullen so stark? Wo liegt das Problem bei Mercedes? Und wo liegen die vielen Probleme bei Ferrari? Um das nicht zu verpassen, unbedingt Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann bekommt ihr sofort Bescheid, wenn der neue Teil online ist.